Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Ja, wir zeigen euch jetzt mal, wie wir gestern das erste Mal die Ferkel rausgelassen haben. Wir hatten ja vorne im Schweinestall, wo die Emma geferkelt hat, so eine Gittertür drin. Und gestern sind uns die Ferkel das erste Mal durch die Gitter rausgelaufen. Wir hatten dann ein bisschen Sorge, dass sie irgendwann nicht mehr reinkommen und haben dann gestern die Tür rausgemacht und zeigen euch jetzt mal, was das für ein Erlebnis war, die Ferkel das erste Mal in Wald und Flur. Viel Spaß beim Zusehen. Da sind sie. Erster Ausflug. Weil ich habe den Futtereimer da ausgekippt. Guck da, wo sie jetzt stehen, habe ich die Futterreste rausgekippt, weil die da vorhin schon am Schnabbeln waren. Ja, Emma, die Tür nehme ich jetzt mit. Das nützt ja nichts, die brauchst du ja eh nicht, ne? Ja, da ist Strom drauf, das weißt du, aber das wissen die ja gar noch nicht. Ja, aber dann hättest du Strom auch da anmachen müssen, Schatz. Ja, mach ich jetzt. Achso. Mach ich jetzt, Auch die Gefahr, dass die Ferkel das scheiße finden. Wo sind die überhaupt? Guck mal, wie dreckig die Nasen sind. Ja, da hinten ist natürlich eine Ecke. Na ja. Ich mach mal einen Strom an, dann gibt es schon genug Kreischerei, würde ich sagen. Da freut sich aber eine, wa? Emma, nicht an meine Hose, nicht an meine Hose. Geh weg hier. Lass meine Hose. Emma, komm hier hin, komm. Emma. Emma, geh weg jetzt. Komm hier hin. Ich mache jetzt hier Strom an. Dann kriegen die Kleinen jetzt erstmal auf den Sack. Achtung, der geht los. Ah, die sieht man nicht dran. Zwei Wochen alt und buddeln schon wie die Großen. Ja, Emma, da freut sich wer, ne? Endlich wieder draußen sein. Ja, Freunde, da ist Strom drauf. Wer da an den Zaun kommt, kriegt eine gefeuert. Hatten wir gerade schon mal. Vorsicht! Aber jetzt gibt es einen gefeuert. Ey, das gibt's sogar nicht. Ja, Strom drauf. Ja, mit dem Stromzaun, da müsst ihr euch dran gewöhnen, das ist so. Mama hat auch Spaß. Und du hast auch gerade schon gebuddelt, wie so eine Verrückte. Ja, Emma, so ist geil, ne? Gut, die eine hier vorne ist ganz schön am Zittern, aber ich denke, die gehen gleich wieder rein und legen sich unter die Lampe. Aber sie haben Spaß. Und Mama immer dabei. Mama macht's vor, Ferkel machen's nach. Ja, ein Schwein kann kitzelig sein. Ein Schwein ist kitzelig. So, die Emma ist reingegangen. Gucken, was die Ferkel jetzt machen. Aber so langsam wird Zeit, dass sie unter die Wärmelampe kommen. Ah ja, Mama guckt, dass sie alle reingehen. Jo, Wiedersehen, bis später. Ja, spielen ist anstrengend, ne? Erstmal einen Schluck trinken.
Wie ihr sehen konntet, ein riesen Palaver. Die Ferkel sind jetzt den zweiten Tag draußen, freuen sich, dass sie hier buddeln und wühlen können, gehen mit der Mama regelmäßig nach draußen, auch zum Fressen. Und ja, sobald es kalt wird, gehen sie wieder unter die Wärmelampe. Also die haben es relativ schnell kapiert, wie es geht. Mit dem Stromzaun gibt es auch kein Geschrei mehr. Am Anfang war das ein bisschen ja, für die Ferkel neu. Mittlerweile ist es kein Thema mehr. Die einzigen, die jetzt noch ein bisschen unsicher sind, sind die Rinder. Die stehen hier, gucken den ganzen Tag über den Zaun und denken sich, was ist denn da wohl los? Die müssten die Schweine eigentlich kennen, weil wir hinten auf der Streuobstwiese ja auch direkt die Schweine angrenzend haben. Aber im Moment ist das für die Rinder alles ein bisschen Neuland. Naja, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.